hier der bunte Finger. Wir haben uns heute Morgen hier am Südkreuz getroffen, um gleich die Kohleinfrastruktur mit unseren Körpern zu blockieren. Finger ist völlig ohne Probleme hier an seinem Ziel angekommen. Wir blockieren hier die Kohleinfrastruktur. /250 auf der Schiene. Die Antokohle-Kids sind hier neben uns auf der Straße. Die haben sich halt auch entschieden, dass sie nicht auf Werksgelände gehen wollen, aber trotzdem sich beteiligen. Es ist ein total schönes Miteinander, einfach so eine Synergie, die hier ist. Bei uns die letzten zwei Sommer waren sehr heiß, da sind die Menschen schon sehr nervös geworden. Aber wie das dann halt wirklich ist, wenn Ernteausfälle passieren, Überschwemmungen, dann macht mir das große Sorgen, weil das mitunter halt sehr viele Menschen betreffen wird. Ich habe in Griechenland auf Lesbos gearbeitet, zunächst in der Seenotrettung und so einen ziemlich krassen Eindruck davon gekriegt, wie das ist, wenn Leute ihre Heimat verlassen müssen. Parallel habe ich eben von Ende Gelände gehört. Ja, war sehr begeistert auch von den Strukturen, die es hier einfach gibt, von der Hierarchiefreiheit und auch von dem Versuch, einfach ein anderes Miteinander zu leben. Und das hat mich letztendlich auch hier zum bunten Finger geführt, Menschen das zu ermöglichen, an dem Protest teilzuhaben. Menschen, die halt nicht in Gruben klettern können oder über Zäune springen. Mein Buddy sitzt im Rollstuhl. Ich kenne sie eigentlich auch schon das ganze Leben lang, bin einfach total begeistert, wie sich mein Buddy auch hier engagiert und einbringt. Wir haben halt im Juni diesen bunten Finger so ein bisschen zusammen auch gestartet. Aber es ist irgendwie auch ganz toll, dass wir am Anfang relativ wenige waren, aber dann Menschen, die zum Beispiel einfach nur umgeknickt sind oder irgendwie einfach klar war, dass sie nicht 20 Kilometer laufen können, die sind alle mit aufgesprungen, auch Menschen mit Kindern. Und dadurch war das Bild im Sommer auch richtig bunt. Ja. Hier auf dieser Schiene, normalerweise fährt circa alle Viertelstunde ein Kohletransport vorbei. Ein paar Stunden lang hat es einfach keinen Verkehr gegeben. Und ich glaube, das war das Wichtigste, einfach Kohleinfrastruktur symbolisch zu blockieren und zu sagen, nee, wir sind nicht damit einverstanden, wir müssen Taten folgen. Zum ersten Mal in einem Finger auf der Schiene, ist auch ein gutes Gefühl. Ja, es waren ein paar hundert Leute hier. Da waren Leute in den Gruben, da waren Leute an anderen Stellen auf den Schienen. Ich kriege erst heute Abend mit, was richtig so los war. Bunt heißt vielfältig, vielfältiger Widerstand. Ich meine, die Lösungen zur Klimakrise müssen vielfältig sein. Widerstand funktioniert wie eine Kette. Ja? Und wenn ein Glied fehlt, dann funktioniert der Widerstand nicht. Also das möchte ich betonen, wir sind alle genauso wichtig. Und wenn einer fehlt, dann funktioniert das nicht. Bei Massenprotesten ist es gar nicht so einfach, immer dabei zu sein im Rollstuhl, weil man kommt nicht überall hin, durch die Felder oder durch die Wälder. Aber dieses Mal haben wir von vornherein das versucht mitzudenken. Es ist schon eine Herausforderung, herauszufinden, wie die Wege sind, kommt man da hin und so. Protest lebt von seiner Vielfalt und es muss Teilhabe möglich sein für jeder und keiner soll sich schämen, dass er Angst vor irgendwas hat. Das muss einfach jeder seinen Platz finden. Rechte muss man tatsächlich im Alltag erkämpfen, das ist in allen Bereichen so. Es ist mir schon mal passiert, nicht nur so Kohlezüge oder Atomtransporte zu blockieren, sogar normale ICE neulich, weil ich mit einem Rollstuhl nicht in den Zug einsteigen durfte, weil das Behindertenklo kaputt war. Habe mich einfach in der Treppe hingesetzt und gesagt, ja, nö, ich steige trotzdem mit ein. Und ich kämpfe für Barrierefreiheit, aber auch für andere Klima, Anti-Atom, alles was, denke ich, für eine bessere Zukunft sinnvoll ist. Thank you.
Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, muss auf am Berg passieren. Ich glaube, direkte Aktionen sind einfach notwendig, weil wenn man nur redet, wird nichts passieren. Natürlich braucht es ein paar mehr Direct Action, mehr Baggerbesetzung, mehr Gleisbesetzung, vielleicht unangekündigt, damit es noch mehr stört. Also da bin ich schon der Meinung, dass wir Entschlossenheit zeigen müssen. Wir müssen auch darauf achten, dass alle sicher hinkommen und alle sicher nach Hause kommen. Deswegen sind wir gerade am Überlegen, ob wir die Aktion zusammen beenden. Auch weil ein paar Menschen, die uns nicht sehr wohlgesonnen, sich zusammenrotten. Wir waren auch schon 2016 in der Lausitz mit Ende Gelände. Und damals gab es halt Angriffe von Neonazis gegen einzelne Menschen, sind Menschen verletzt worden, mit Pollenböller angegriffen worden und so weiter. Und deswegen haben wir dieses Jahr ein Konzept, wo wir uns selber schützen. Da gibt es Menschen, die umstehen, die uns schützen und die Gefahrlage einschätzen, um die Sicherheit von allen zu gewährleisten. Wir haben beschlossen, vor Einbruch der Dunkelheit hier geschlossen Schluss zu machen, damit wir auch einen Schutz haben gegen möglichen Angriffen, gegen mögliche Gewalt, damit jeder sich sicher fühlt.